Kona, mein Tata, meine Freunde und sehr ganz herzlich willkommen. Ja, es haben sich einige Instagram-Follower gewünscht, ich soll mir mein zukünftiges Auto herzeigen. Und das haben wir gedacht, ich verpacke das in einen kleinen Videoblog, zeige euch einmal, verzeihe euch ein bisschen was. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. So, Freunde, da drin steht er. Also, noch kehrt er mir ja nicht. Nun kehrt er ja meiner Mama, bis sie sich ihr neues Auto holt. Aber das ist er von der Ding her. Ist ein Lupo, Volkswagen Lupo, Baujahr 1998. Und ja, das wäre mein Auto für die Zeit noch im Führerschein. Jetzt gehen wir gerade mal schnell da rum. Nee, haben wir schon Platz. Ja, wie gesagt, so schaut er aus. Jetzt, ups, das. Das mag ich jetzt nicht. Hoppala. Ja, auf jeden Fall, ich spare jetzt mehr auf, dann hocken wir uns mehr rein und schauen uns mal von innen an. Ja, ich zeige euch jetzt einmal von innen. Ich habe leider bei der Einstellung von meiner Mama nicht ganz Platz da drinnen. Ich mag den Sitz aber jetzt auch nicht verstellen. Deswegen zeige ich euch jetzt dann einfach mal so. Ich zeige gerade mit der Gang raus. Der Gang heraus. Und ja, also wie gesagt, dieser Lupo Baujahr 98, da ist halt da oben, das zeige ich euch gleich noch, ein komplettes Schiebedach. Jetzt machen wir gerade nochmal die Zündung an. Geht nämlich der Radio auch da drin. Ja, zeige ich euch gleich. Und ja, 49 PS, der hat die 1 Liter Maschine drin, also wie gesagt, 49 PS. Gelangt aber zum Vorwärtskommen, würde ich jetzt mal behaupten. Und wie gesagt, dass sich das einige gewünscht haben, zeige ich euch jetzt halt in diesem Vlog. Ne? Jetzt gehen wir mal einer. Ah, also der ist herin, wie gesagt, dort oben. Komplett Stoffschiebedach. Und ja, sonst auch ganz schlicht gehalten, aber das zeige ich euch jetzt. Also ihr seht es ja, ne? Also ganz schlicht gehalten, hat nur die notwendigsten Sachen an Bord. Wir werden jetzt einmal kurz die Zündung rummachen, damit da vorne ein bisschen Licht aufkommt. Weiter. Da ist wieder der Vorführeffekt. Machen wir wieder nicht. Na. No. So, mal. Magst mir wieder nicht leiden heute. Hä? Geht ein bisschen zart. Ja, also da seht ihr sie, alles am Start. Hoppala. Jetzt, dass man mal ein bisschen was sieht. Ja. Alles da. Tankanzeige ist da unten, die ist nicht besonders groß. Und kannst du dann auch. Na. Radio drin. Damals schon mit CD-Spieler. Scheibenheizung, Blinker, ja, seht ihr Bescheid. Oh, das voll elektrische Schiebedach. Schauen wir mal, ob die Kamera so weit rauf geht. Upa. Gimbal mit erreicht, sagt er. Gut, aber da kostet dann. Mal Herz, ne? Halt ab. Ja, da kann man dann auch das voll elektrische Dach aufmachen. Also, das zieht sich ja einmal bis hinten durch. Haben wir es gerade wieder zu. Gut. Ah, manchmal geht er ein bisschen zart, der alte Spinner. Na, und sonst da. Ihr seht, man sieht hier da unten dann Scheibenheizung, Blinker, schiebe doch auf, schiebe doch zu. Dann da unten der Regler für die Heizung. Hoppala. Ja, genau. Scheibenheizung, das Gebläse. Ja, also wie gesagt, ganz ein schlichtes Fahrzeug ist das. Ist mein zukünftiges Auto für nach dem Führerschein. Hat hinten auch einigermaßen viel Platz. Da schauen wir jetzt gleich nochmal hinter mich. Und ja. So, Freunde, so schaut dann das Platzangebot im hinteren Bereich aus. Also man kann durchaus auch wie Minima. Ist überhaupt nichts dabei. Die müssen dann halt die Mitfahrer über den klappbaren Sitz einsteigen. Hoppala. Genau, die Fahrer steigen dann über den
Klapper und Sitz, die gibt es ja bei dem auf alle zwei Seiten. Da kann man dann hinten einsteigen. Machen wir da gerade wieder zu. Ja, und wie gesagt, da sieht man jetzt einmal das volle Schiebedach. Also, das ist wirklich. Ich weiß nicht, ob man definiert man sowas schon als Cabrio. Normal ja nicht, soweit ich da informiert bin. Und so schaut das dann aus. Also das voll verkleidete. Ah ja, das voll verkleidete, das komplette Schiebedach. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Stellen wir nochmal ein bisschen auf. So, jetzt seht ihr es besser. Ne? Also das ist wie gesagt das Schiebedach, ein Kofferraum hat er auch. Der ist halt wirklich, der hat halt wirklich einen minimalistischen Kofferraum. Schauen wir mal schnell hinten. Also. Ja, also ein wirklich minimalisten Kofferraum, das Auto. Aber jetzt kommen wir auch noch mal besser hin. Jetzt kommen wir mal von einmal ganz durchs Auto durchschauen. Ja, also. In meiner Meinung nach braucht es mit zum Anfang gar nichts Größeres sein. Oh, machen wir gerade wieder zu. Sparen wir wieder zu. Ja, also. Kann man auf jeden Fall machen, da die sagen. Es sind halt auch noch ein paar Baustellen zu machen, nicht? Also, das zeige ich euch auch noch. Also mein zukünftiges Auto ist nicht ganz, also es steht zwar so solid, grundsolide da, aber ich zeige es euch einmal. Ja, also da habe ich schon mal probiert spachteln. Also da bin ich schon mal, ich habe schon mal bis aufs Blech bin ich schon mal runtergerannt, aber da kommt der Rost leider wieder komplett durch. Ja, also da habe ich noch ein bisschen was zum Werkeln. Vorne, ups, das stehen wir selber im Licht. Aber man sieht es auch, da gehören dann teilweise auch mal neue Blechteile eingeschweißt. Ja, also, da, sieht man jetzt wieder nicht warum. Mal weiter runter gehen, ja, genau. Da prickelt es, da ist jetzt ganz finster, das sieht man jetzt gar nicht mehr, wenn ich mal selber im Licht stehe. Aber da herunter, jetzt habt ihr es gesehen, ja, genau. Da gehört auch noch mal alles raus. Geschliffen. Also, ist noch ein bisschen. Ist noch ein wenig eine Baustelle, muss ich jetzt mal so ganz ehrlich formulieren. Und. Aber wenigstens der Vorteil bei dem ist, dem sein Vorgänger war gleiches Baujahr, gleiches Modell, nur in weiß. Bei dem ist wenigstens das dachtig. Das war beim anderen nicht so. Also der steht daheim in Österreich, der andere hat einen hinteren Achsbruch. Der andere ist nicht mehr durch den TÜV gekommen. Dann hat sich meine Mama den angeschafft und den kriege ich dann nach dem Führerschein zum Fahren, wenn sie meine Mama ein neues Auto gekauft hat. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, mit dem wird dann auch, wenn ihr mal keinen TÜV mehr kriegt, werden dann auch noch andere nette Sachen passieren, aber da können wir mal drüber quatschen, wenn es weit ist. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Das war jetzt mal wieder ein recht kurzes Video. Oder relativ kurzes, sagen wir es mal so. In diesem Sinne, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Habitiere!